Hack Nummer 2. Perfekt Fisch filetieren. Stefan, wie zerlege ich bzw. wie schneide ich denn am besten so einen Lachs in kleine Stücke? Schneide es mal ein bisschen zur Seite. Ich glaube, mach mal die Kerze aus. Die Kerze kann man ausmachen. Genau. Hat auf jeden Fall gut funktioniert. Sehr gut. So, und dann fangen wir an zu filetieren. Mhm. Als erstes machen wir hier einen Schnitt. Mhm. Schneiden am Kopf entlang und dann drehen wir das Messer unten und fahren an der Rückengräte entlang. Und dann haben wir schon unser Filet fertig. Als nächstes schneidet Stefan noch den Bauchlappen weg. Dieser ist ungenießbar, kann aber super für Fischfonds verwendet werden. Und dann würde ich sagen, machen wir den noch von der Haut. Mhm. Da ja hinten am Schwanz ist nicht ganz so viel Fleisch. Da schneidet man kurz rein, dann dreht man wieder das Messer und zieht das Messer mit leichter Schräge nach unten an der Haut entlang. Und schon. Ja, wunderbar. Dann entfernt Stefan noch den tranigen Teil des Lachses, denn der ist wenig schmackhaft. Bevor es weitergeht, sollte man unbedingt die Schuppen vom Brett entfernen, denn auf den Crunch kann man im Gericht gerne verzichten. Wir schneiden uns einfach ein Stück ab. In dem vorderen Bereich sind nur Gräten, die müssten wir noch zupfen. Wir nehmen jetzt den hinteren Teil. Das legen wir zur Seite. Und als nächstes schneiden wir einfach der Länge nach einmal den Lachs durch. Mhm. Und dann nehmen wir einfach den Lachs und schneiden den in Streifen. Wichtig ist, dass die Klinge vorne immer unten bleibt. Mhm. Und dann kann man das Ganze in Würfel schneiden. Ein dementsprechend großes Messer brauche ich auch. Mit einem kleinen würde es jetzt wahrscheinlich nicht funktionieren. Genau, oder? Was ganz wichtig ist, ist die Breite von dem Messer, damit man Platz für die Finger hat zwischen dem Brett und dem Griff. Und dann kann man das Ganze. Ansonsten würde ich ständig die Finger wahrscheinlich aufs Brett hauen. Ne? Wenn man so ein schmales Messer nimmt, dann wird das nicht gehen, weil die Finger stören und dann kriegt man das gar nicht runter. Mhm. Weil die Schneide kriegt man nicht richtig aufs Brett. Deshalb nimmt man ein genügend breites Messer und schneidet den Fisch. Und voilà, schon sind wir fertig.